Boah, der hat mich gerade getroffen. Ich muss den kurz. Leider habe ich jetzt unbewaffnet Kampf, aber das ist ja okay, ne? So. Rüberschalten. Ja, ich schalte rüber. Warte, warte. Wie. Spiel beitreten. Hier. Klopp. So, ich schalte mal rüber. Ich bin bereits da, die beiden anderen kommen noch. Okay. Wo ist Pan? Pan ist in Los Santos. Pan ist voll drin in Los Santos. Die ist ich feier so das. Drin in Los Santos. Das freut mich so, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Immer, also, wenn ich in den Stream gucke, ich hatte einfach Spaß. Finde ich total geil. Finde ich auch. Und da ist immer was los. Und vor allen Dingen, dass sie da was gefunden hat, was ihr so viel Spaß macht, freue ich mich ja voll. Ja, ja, ja. Voll gut. Voll nice. Die anderen sind zu leise. Warum ist das keine Boeing 747, mit der wir hier fliegen eigentlich? Die sind noch nicht zu leise, die anderen. Bin ich zu laut vielleicht, eventuell? Okay. Ist gut so. Okay, Gott sei Dank. Die anderen sind gut, alles klar. Danke, danke. Ich connecte jetzt hier gerade schon. Alles klar. Ja. Ich habe auch noch gerade die Story. Ja. Ich bin schon da, weil ich den Charakter schon angelegt habe. Ja. Okay. Ja, ja. Sollen wir ein Gemeinschaftshaus machen oder macht jeder sein eigenes? Oder? Normal? Sollen wir ein Gemeinschaftshaus machen oder machen wir alle ein eigenes? Oder was ist der Plan? Wir machen alles, worauf wir Bock haben, oder? Okay. Ich hatte überlegt übrigens ganz kurz noch. Hey, Tobi. Ich hatte überlegt. Ne, das war eine Möwe. Ich hatte überlegt, ob wir nicht jemanden aus der Community vielleicht mit dazu holen, der nicht im Discord ist, aber der muss bauen können und eine Leidenschaft haben, für andere Leute Sachen zu machen. Also ein Sklave. Nein! Nein, eine Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung. Ein Subsklave, ja. Gut, vielleicht. Ja. Vielleicht schon. Eine Bauschlampe? Nein! Oh, wo war denn die Bauschlampe nochmal? Lass mich, wo war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich aber gerade noch. Darf man das überhaupt heutzutage noch machen? Oder ist dann sofort Twitter, Oh! Hello. Ihr zwei! Ja, guten Tag! Kapuziner! Oh, na, eine Frau, endlich mal eine Frau hier. Guten Tag, Karl, hallo! Schaut zu meine schönen Füße an, ne? Jetzt kriegt ihr alles zu sehen, wenn ihr brav seid. Sag mal, Kapuzine, bei der tropft's aber zwischen. Was ist denn da los? Bei Tobi aber auch. Was ist vor euch? Ich hab euch gerade gesehen zum ersten Mal, was sehen. Ja, der Kaja fehlt leider noch, der kommt später dazu, weil der hat wichtige Schweiz-Geschäfte, Konten, Schmonten, Bitcoin-Bewegungen. Der kann gerade nicht. Sehr wichtig. Das ist aber auch okay. Okay. Achso, macht ihr das eigentlich auf YouTube hier auch, oder macht ihr das? Ja, würde ich schon sagen. Oder also sag mir, wann das raushaust, ich bin dabei. Ja, weiß ich noch nicht, aber ich habe auch gedacht, so das Multiplayer kann man bestimmt mal machen. Der putzt ja gleich schon Stein. Der hat schon angefangen ohne uns. Dafür sammle ich jetzt die Himbeeren, die hier versteckt sind. Nein, lass sie bei den Ruf! So. Tobi, wenn du brav bist. Warte mal. Aber nur wenn du brav bist, du. Alter, was hast du denn für Muskeln? Tobi! Tobi, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Tobi. Warte. Okay, mach auf. Hey, Tobi, komm her. Seht ihr das überhaupt, wenn ich das mache? Nee, ne? Du zitterst so komisch. Tobi. Mit der Hand? Oh, Entschuldigung, ich kann nicht mehr. So. Oh, cool, ich habe Skin improved. Hä? Skin? Nein, Schleichen wahrscheinlich, oder? Ja, das kann sein. Ist Schleichen. Ja. Das ist Schleichen hier. Erik, so. Bück dich mal. Ich meine Hand, guck mal. Oh, schade. Erik, bück dich. It's fun to stay in the. Okay. Ich glaube, der Kaya überlegt sich das nochmal. Ja, der wurde nur durch Teil, ja. So, der kriegt zum Glück noch nichts mit. Ich habe gestern, hab ich so ein bisschen angetestet, das Spiel. Und dann habe ich irgendwie drei Bäume gefällt und hatte aber nur 10 Holz. Ist das normal? Das kommt drauf an, du hast die kleinen Bäume gefällt, ne? Ja, hier so einen großen hier, ne? Der dann so umfällt wie bei The Forest. Hier so ein. Du hast einen großen? Wow. Also gefällt? Ja. So. Also, ja, auf jeden Fall muss man ein bisschen grinden. Oh, Vorsicht, hier ist ein Gräuling! Oh, ein Gräuling! Gräuling! Der Arme. So, warte. Oh Gott, ohne Waffe. Es ist ungewohnt, keine Waffe mehr zu haben. Ja, ich bin mir geboxt. So. Schön gefistet, okay. Erik. Vielen Dank. Brauchen Sie vielleicht etwas Licht, oder geht's? Es geht. Oh, vielen Dank. Das geht schon. Ich übe nur meine stahlharten Fäuste. Ich auch. Ist wie Minecraft. Boah, nice. Ah, ich hasse Bäume. Ich hasse Bäume. Boah, scheiß Bäume. Was hat uns die Natur schon gebracht, außer Leben? Deswegen spüle ich auch beim Pinkeln immer extra dreimal. Scheiß Natur. Schon dem, was davon haben.
Ich pisse immer in die Dusche, obwohl ich gar nicht duschen will, und spül's dann runter. Und lass es drin und spül nicht runter, ja? Alter. In die Badewanne, bis ich Eier drin kochen kann. Bah, Alter. Das hat man, oder? Putzen, ja, das war noch mit dir, ja, ne? mit den gepissten Eiern? Irgendwie, ja, wo das in China? Ein Ei in Pipi einlegen. Ja, das, genau. Ja, Pipi-Eier in China, Tobi. Da essen die Leute Pipi-Eier. Die werden in Urin gekocht, aber der Urin muss zwingenderweise von jungen Buben stammen. Unter 10 Jahre habe ich gehört, Tobi. Alles klar. Corona-Pandemie ist das kleinste Problem, was wir haben, wa? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich meine, klar, andere Länder, andere Sitten, soll jeder machen, wie er will. Ne? Also, ne? Man will das ja da nicht aufzwängen, aber ich würde das nicht essen. Ja, aber gibt's da jetzt, also jetzt mal gefragt, gibt's da jetzt qualitativen Unterschied, wie alt ich bin, was in meinem Urin so los ist? Vielleicht wird der Urin stärker oder im Alter, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es so leicht angekökelt, ist es noch okay, aber wisst du, was ich meine? Nein, das sind nicht tausendjährige Eier, da gibt's, wie heißen die? Tongzi? Urineier. Für Tongzi wird zunächst Urin gesammelt, der vorzugsweise von Jungen unter 10 Jahren alt ist. Aber manchmal hast du das Gefühl, es kann gar nicht genug Corona auf der Welt geben. So. Gut. Ah. Ich bastel mal. Ich mache mir schon mal eine Keule. Wie denn wir haben Besuch. Mhm. Am Ende soll jeder machen, wie er will. Haben wir YouTuber eigentlich schon begrüßt? Nee, ich glaube noch nicht. Okay. Achso, hi. Hallo auch auf YouTube übrigens. Ne? Wir streamen gerade ein bisschen. Und wir spielen alle mit Leidenschaft Valheim Solo. Machen wir das eigentlich? Nee. Okay, ich hab's das erste Mal gespielt gestern Abend, aber ich konnte auch nicht aufhören. Also es ist schon ein geiles Spiel, macht schon echt Bock. Das ist, also wenn du beim Haus, wenn der Grind dann durchkommt, das ist schon sehr geil. Ja, das hier gerade. Das hier, achso, ja, wir laufen alle rum. Ich muss mal gucken, ich habe noch nie Multiplayer gespielt hier. Ja, wo seid ihr? Ich hab euch verloren. Ja, ich mach mal, doch mal einladen. Könnt ihr mich auf der Map jetzt sehen? Weil ich habe für andere Spiele sichtbar gemacht. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich seht. Ja, ich seh dich, ja. Okay, cool. Ja. Dann klickt mal auf der Map an, für andere Spieler sichtbar, weil ich spiele halt im Stream sonst immer und Singleplayer und wir sind. Achso! Jetzt habe ich schon ein bisschen weiter. Alles klar, ja, jetzt sehe ich euch. Nice. Genau, super, okay. Oh, ich spiele schon auf 4K. Okay, warte ganz kurz. Ich muss ganz kurz meine Einstellung runter. Meine Auflösung runterstellen. Ah, PC. Ja, dann sehe ich aber nichts. Ich muss auf 2K einstellen, Entschuldigung. Die Aufnahme ist eh nur 1080. Da ist er wieder, der Herr. So. Ach Gott. Mm. Aus Versehen wieder auf 16K aufgenommen. Hups. Ach Mensch, doof. Einer meiner 20 Monitore hat einen Bildfehler. Ach. Doch, ein Bildschirm bitte. Hihi, danke schön. Ich sollte mal Steine sammeln, ne? Ich labere die ganze Zeit. Ich bin ein. Du hast mir gerade einen Stein weggemopst. Ich suche jetzt auch mal Steine hier. Okay. Ich suche ja mal ein bisschen Steine. So. Kann man den Vogel eigentlich auch töten? Nee, leider nicht, der quatscht immer. Ich muss auch gleich mal draufklicken. Da oben, was? Wollen wir die Vogelsachen vorlesen? Also generell die Sachen vorlesen? Für YouTube ist vielleicht interessant. Für die Menschen. Ich meine, ich kenne sie schon. Ihr wahrscheinlich nicht. Warte, ich mach mal kurz, ja? Achso, hier, ach, das ist noch was anderes, weil wir die Himbeere gefunden haben. Da muss man vielleicht ein bisschen vorher. Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen, klar. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Klar, klar. Okay, danke schön. Das war's. Wisst ihr, was ich so geil fand letztens? Also die nächste Krähe. Ja. Ich meine, ich denke, was also, denn? Sorry, lies vor. Ich sag's dir. Also, warte, ich mach kurz die Krähe. Warte. Was ist in deinen Taschen? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Krah. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass ich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Krah. Okay, ciao. Ich bin dafür, dass wir die Ikrea nennen. Wie? Ikrea? Ikrea, oh, ja. Krähe, das war also die letzte Folge von Valheim, Multiplayer. Ja, schönes angespielt, macht's gut, ne? Tschüss. Oh Gott. Kennen die beiden schon die Karte? Habt ihr die Karte schon gesehen? Tobi, hast du die schon gesehen? Ich hab mir die mit der Welt, das ist diese Weltkugel, ne? Ja. Oh, das ist schon geil. Das ist sehr cool, ja. Aber man kann sie nicht drehen. Ja, man kann sie nicht drehen, bedeutet das, die Erde ist flach?
Ja, die Erde ist flach, weil damals die Wikinger gedacht haben, du fällst am Rand runter. Die Wikinger damals haben das Also sind Wikinger alles Querdenker, alles klar. Aber, cool. Aber was ist wirklich, wenn ist im Rand, da ist wahrscheinlich nur Wasser, oder? Nee, da gibt's ein Video, runter. Genau, ja. Da gibt's ein Video, wie man runterfällt. Ach, so. Ja, ja. Ja. Ich am Rand, das würde ich gerne machen. Das Ende der Welt würde ich gerne mal sehen. Also du, ihr fällt gerade Bäume. Keine Sorge, das wirst du früh genug erleben, Putzi. Hoffe ich doch. Achso, brauchen wir Squadstream? Brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Nö. Ach, das geht schon so, ne? Das geht, das ah, ich glaube auch. So. Und man kann nicht einfach zum Rand laufen, weil da wird es wahrscheinlich kälter, weil, ne? Also du kannst hier einfach irgendwo hinlaufen, weil das sind stärkere Gegner und sowas. Die Erde ist flach, wer was anderes erzählt, ist blöd. Okay, na gut. Dann, das ist ja ein Argument. Die Wissenschaft, ich das, die Wissenschaft ist blöd. Blöde Wissenschaft. Ich hätte auch gerne so schlaue Leute bei mir im Chat. Muss man schlau trainieren. Wisst ihr, was ich letztes... Pack auf Pokémon-Karten aus. Was? Okay. Entschuldigung. Morgen. Habt ihr das mit den Mars, mit der Marslandung mitbekommen? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Mitbekommen, ja, gesehen, aber leider nicht. Okay, was ich so krass fand, ist so, ich denke mir immer, so, ich sitze auf meiner Couch und hab gerade irgendwas gegessen, getrunken und schau am Handy, dass getweetet wird von der NASA Live-Bilder vom Mars. Weißt du, wie krass ist, gerade Live-Bilder von einem anderen Planeten zu bekommen, ist ziemlich crazy, der Gedanke, fand ich. Und wir kriegen in Deutschland nicht mal vernünftige Streams hin, weißt du? Ja, aber der Gedanke, ich bekomme jetzt Bilder vom Mars, ist schon sehr weltfremd, finde ich. Ja, das stimmt. Das ist recht. Sehr cool. Vor allem Live-Bilder vom Mars. Ja, genau. Das ist schon sehr krass eigentlich. Ich muss mir das nachträglich mal anschauen. Die Bilder sind schon cool. Das ist halt sehr steinig, ne? Aber. So, warte. Ja, gut, ne? Was erwartest du vom Mars? Aber WLAN geht nicht über meinen Raum hinaus. Ja! Wie? Ich meine, haben die einen Satelliten dazwischen, der dann einfach irgendwas wahrscheinlich, ne? Das schickt, oder? Ich hoffe, die Sonne fährt mal in neue Biome, das ist auf Dauer langweilig. Ja. 8 Minuten Verzögerung. Ja? Ja, 11 Minuten, glaube ich, habe ich mal gehört. Ah, ping 11 Minuten. Ach, krass. Genau, aber ich meine, 11 Minuten zum Mars nehme ich, ja? Da habe ich auch andere Probleme. Ja, genau, da habe ich deutlich andere Probleme gehabt. Phil Denn, herzlichen Glückwunsch zum ersten Valheim-Key heute. Herzlichen Glückwunsch, der hat gerade Valheim gewonnen. Cool. Ja, prima, hallo. Ja, GG, ey. Darf ich mal fragen, wie kriegst du mal die Keys? Also, schreibt sie die an, die Entwickler, oder kaufst du die selber? Der Alpha hat die Entwickler angeschrieben und die haben einfach mal 500 gebeamt und die haben wir dann heute in den Bot geballert. Geil. 500? Voll geil. 500, Tobi. Natürlich. Cool, da kann ich ja vielleicht auch noch einen gewinnen. Geil. Das kommt auf die Verkaufszahlen mit drauf. Die haben eigentlich nur 1 Million verkauft, den Rest haben die in Gewinnspielen rausgeballert. Oh. Meine Axt ist schon wieder kaputt. Ja, die tun wir auch. Wollen wir irgendwas bauen? Warte mal, ich brauche Steine, ne? Ich habe keine Steine. Ja. Und wir müssen auch bald mal eine Werkbank noch bauen. Ich habe eine Werkbank hier, aber wollen wir ein kleines Häuschen bauen? Putzi. Erik, der Erik baut. Das ist die allererste Regel, die du lernen musst. Wir dürfen nichts bauen. Okay. Hä, Tobi, was? Wo kommt das denn jetzt her? Tut mir leid, Erik, Wo kommt das denn jetzt her, Tobi? So viel Aggression. Was machen wir? Tobi, schau mir zu. Tobi, du kannst ruhig was bauen, wir bauen es dann aber um, ja? Okay, bei mir scheinbar auch gerade Erik muss. Ja, okay. Hä, wir wollten uns noch einen freiwilligen Helfer, der gut bauen kann. Du meinst, dass der baut? Ja, das war der Plan, oder? Ja, was ist denn das hier unten? Hier hat doch schon jemand gebaut. Erik, reiß das ab. Nee, warte mal. Wir können hier einfach ein Dach drüber und dann könnten wir das ja benutzen für die Werkbank, oder? Das ist ja cool, das habe ich gestern bei mir nicht gefunden. Das sind so Bauten von der letzten, die letzte Generation. Ja, Menschen? Ich weiß noch gar nicht. Ja. Pass auf, Tobi, komm. Soll man das einfach mal kurz übernehmen für... Ah, Putzi, sei vorsichtig, bitte. Einfach nur temporär. Oh Gott, er hat eine Werkbank dahin gebaut. Ach du. Ich kann es auch wieder wegmachen. Erik, tut mir leid. Erik ist wieder weg. Erik. Hast du die Baupläne vorher eingereicht, Putzi? Erik, entschuldigt, Erik hier. Warte, ich komme gleich. Eine Sache noch. Oh, warte mal, die Elfen hat gesagt, sie bietet sich an als Bau. Oh, was? Bitte was, Tobi? Kannst du mit Helferin mal umformulieren? Kannst du mal umformulieren? Ja, also sie hat sich angeboten als Bauhelferin. Aha. Erik, Tobi, schau, ich bin eine Nixe. Was? Sie geht den inoffiziellen Weg. Was denn? Nee, Entschuldigung.
zeige euch hübsches Bein. Tobi, hä? Alter, was hast du denn für Muskeln? Sicher, dass du den nicht verklickt hast? Puppen! Der Charakter hat mehr Muskeln als Putzi. Das hab ich jetzt überhört. So eine Gemeinheit. Noah hat es gehört, Noah. So. Hammerschen. Ein Hammerschen? Ja. Soll ich ihn auch mal langsam machen? Den Hammer hatte ich mal auf der 4, glaube ich, ne? So. Was kann man mit Flint machen? Kann man da Feuerzeuge mitmachen oder was? Nein. Ja, die Wegen haben viel geraucht damals. Ja, kann ja sein, ne? Weiß ich ja nicht. Nein, so Pfeilspitzen zum Beispiel. Okay. Oh. So. Oh. Soll ich einfach, wir müssen über Dach noch. Einfach nur temporär, lassen wir es einfach nur mal temporär machen. Ja. Die Frage ist, wollen wir hier bauen? Also, willst du hier? Nee, such du aus. Ich meine, wir können auch gleich schön dort. Egal, aber. Hier. Schenke ich dir. Oder Aufsicht oder so? Wie du willst. Aus in Darmstadt hier, ne? Ja, das geht schon. Kann man schon reparieren. Wann riecht auch so ein bisschen Dampfstadt. Was? Wann ist mein Dampfstadt? Ich sag doch nur, es riecht wie in Darmstadt, Tobi. Warum fühlst du dich jetzt angesprochen? Tobi, wie ist denn Darmstadt? Kann man hier mal eine Tür reinmachen? Mach mal eine Tür rein, die nicht mehr aufgeht, bitte. Hey. Warte. Gut. Achso, hier in der Werkbank könnt ihr übrigens alles reparieren mit dem kleinen Symbol. Und das kostet keine Ressourcen. Und ihr solltet auch immer alles zwischendurch reparieren. Hallo? Ah, dass es keine Mistgabeln gibt. Ja. Komm raus! Komm doch raus jetzt! Raus! Hey, der haut ab! Der haut ab! Nein! Stimmt! Stimmt! Ich laufe hier lang! Oh, ein Kuss, Erik! Keine Ausdauer, ich kann nicht. Warte. Raucherlunge. Die Wikinger sind geraucht haben. Raucherlunge, warte kurz. Dafür ist doch Flint, siehst du, sag ich doch. Haben die damals. Ach, gab's da. Haben die irgendwas geraucht damals, die Wikinger? Vielleicht alten Toten. Ja, wenn man denkt, dass die Erde flach ist, dann müssen die irgendwas geraucht haben. Die waren so doof. Hätte ihre Schule besser aufgepasst. Okay. Die Frage ist: Okay, Kochstelle, Fleisch kochen, vielleicht eine gute Idee. Wie fangen wir denn an? Von wo an wo? Ich meine, wie kann man Steine abbauen oder kann man die nur auf dem Boden finden? Du kannst sie später mit der Spitzhacke abbauen, das dauert noch ein bisschen. Oh, Vorsicht, Vorsicht! So. Tobi, beschützt uns! Oh, der brennt! Hahaha! Das haben wir noch nie gesehen! Tobi, der brennt! Na, ist heiß, Das ist wieder so, wie der Mensch ist, ja? So, weißt du, er kommt auf eine neue Welt und was macht er? Ihn zum Typen anzünden. Ja? Leider wahr. Ja, Bäume weg. Wieso habe ich jetzt zwei Äxte? Hat jemand so eine Axt weggeworfen, die kaputt war? Ja, ich habe die weggeschmissen. Willst du wieder haben? Nö, kann man doch nichts mehr mit anfangen, oder? Doch, die kannst du in der Werkbank reparieren. Ach so. Ah, okay. Deswegen haben wir eine Werkbank gebraucht. Okay, komm mal hier zur Werkbank. Und dann rechts einfach. Da ist so ein. Neben Craft, da ist so ein Hammer rechts. Also links neben diesen, wo die ganzen Sachen stehen, ist so ein Hammer. Also ein Symbol. Und da kannst du einfach draufdrücken und dann spammen und dann reparierst du deine Sachen. Klassischer Tobi, immer die Einheimischen verbrennen. Man kennt es. Also, oh. Haben Wikinger speziell, deren sehr Pilze konsumiert. Ist das echt so? Ja, weiß ich nicht. Ich war nie einer, aber Pilze gibt es hier auf jeden Fall eine Menge. Stimmt, die gibt's ja. So. Wie weit warst du, Erik? Zweiter Boss. Und ah, doch, ich hab, war ich doch gar nicht. Ja, ich habe aber viel gebaut halt auch, ne? Okay, oh. Oder viel gesammelt, viel probiert, viel lalala. Gereist sind wir auch viel, ne? Karte aufgedeckt und so, ja. Ich habe noch gar nicht das Boot gebaut, das habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist auch voll geil. Aber ich war noch nie bei Sturm auf dem See, ich hatte immer Glück bis jetzt. Das wäre geil, ja, zu dritt auf dem Ufer oder zu dritt auf der See, muss schon geil sein, ne? Ja, ich will, aua. Oh, ich habe Hunger. Ja, da ist doch mal was. Und mir ist kalt. Ja, ja. Immer nur am Meckern der Tod. Sind wir bald da? Wir sind doch Wikinger. Wisst ihr, was gar. Nee, das ist ein komisches Thema, vielleicht lieber nicht. Oh oh. Nee, ich wollte nur sagen, wisst ihr, was komisch ist? Joker, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Das sag ich nicht. Das kann ich. Oh Gott, zu Glück. Sag schon jetzt. Nee, dass ich auf meinen Füßen ist, eigentlich. Ich hab, obwohl ich sehr wenig gehe, habe ich doch viel auf Hornhaut.
Dafür. Hä? Wo kommt das denn? Warum? Lieber Chat, habt auch ihr Hornhaut auf euren Füßen, obwohl ihr fast nicht rausgeht? Schreibt doch mal in die Kommentare. Nee, ich hab grad irgendwie gedacht, weil Tobi kalt war, dachte ich mir, wer ein Horn hat, und so bin ich dann gesprungen. Weißt du, so irgendwie. Ah! Tobi. So ein schöner Mantel aus Hornhaut, wer kennt es nicht? Ah. Oh, sorry, es war selbst mir ein bisschen zu weit gesprungen gerade. Oh, das ist ja ein schöner Skianzug. Ja, aus Hornhaut. Ich höre gerade die Noah lang. Okay. Nee, aber nicht. Habt ihr. Na gut, okay. Ist aber gerade, die Antwort ist tatsächlich ja. Komisch, geil, warum? Ich weiß nicht, vielleicht weil die Haut da schon tot ist. Bestimmt vielleicht. So. Warte. Ah ja. Sollen wir mal einfach nur Holz sammeln? Ist das der Plan? Ja, ich sammle momentan Holz, weil wir werden auf jeden Fall vieles brauchen, glaube ich. Und dann müssten wir mal gucken, wie wir weitermachen, ne? Von was ernährt man sich hier noch, außer von Beeren? Fleisch. Fleisch, du kannst Rehe jagen, Wildschweine laufen hier auch noch irgendwo rum. Das wäre auch mal eine gute Idee, ein paar vielleicht abzuschlachten. Wächst Horn und vielleicht von dem Dusche pinkeln? Bestimmt nicht! Das glaube ich aber auch nicht. Müsste ja eigentlich eher weggehen, ne? Ich muss mal ganz kurz die Krähe wegmachen, ja, weil die nervt halt ein bisschen, warte mal. So, du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Okay, ciao. Das habe ich nicht verstanden. Wachsen Bäume nach? Weil diese Stümpfe, die bleiben ja immer. Aber wachsen Bäume nach? Nee, aber du kannst selber, du kriegst Samen bei den Bäumen. Und hat er nicht gesagt. Und die kannst du später, wenn du eine Harg hast, kannst du die einpflanzen. Ah, okay. Aber was bringt dann die Baumstümpfe? Kann man die einfach wegmachen? Also die Baumstumpfe? Die kannst du auch mal wegmachen. Okay. Die Baumstumpfe. Schumpfels. So. Ja, Wildschwein. Oh, die Rehe sind aber auch ganz schön gewitzt, ne? Die sind immer gleich weg. Brauchst du einen Bogen für. Also da brauchst du auf jeden Fall einen Bogen für. Okay. So. Aber Tobi, das kriegen wir alles noch. Ich hab Hunger, ne? Ich muss mir was zu essen hier holen. Da hol dir auch bei ihm Märschen oder so. Du musst aber nicht essen, du stirbst nicht, du musst noch ein bisschen vorsichtiger sein dann. Okay. Gibt's eigentlich in Schulen noch Overhead-Projektoren? Mit Sicherheit. Also in Deutschland mit Sicherheit. Hä, bei uns wurden die jetzt erst erfunden. Das wäre interessant. Ja. Bei uns sind sie nachgewachsen. Oh, huch, was war das? Ach, ein Wildschwein, hab ich gar nicht gesehen. Ich guck gerade auf den Chat. Komm her. Gibt's noch wirklich? Oh, ich hab zu viel. Oh Gott, ich trage zu viel. Ich schwitze. So. Oh. Ja, hier ist schon wieder so ein Haus. So ganz random. Ich finde das cool. Pass ein bisschen auf, da sind manchmal wilde Bienen drin. Wilde Bienen? Okay. Wilde Bienen. Guten Tag. Gibt's wirklich noch Overhead-Projektoren? Ja, klar gibt's die noch. Kommen die dann rausgeflogen, wenn man da reingeht? Oder wie ist das? Die Overhead-Projektoren? Ja, die auch. Ich hab so viel Holz. Ich muss Holz hin. Am besten beim Haus, ne? Wo auch immer das jetzt war, wir hätten es markieren sollen, vielleicht auf der Karte. Ja, ja. Hier ist es, Erik, komm zu mir. Nee. Hier. So, okay, warte. Kann man Sachen abbauen, dass die dann auch noch so in ihrer Reinform bleiben? Was? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Kiste hier in dem Haus, kann ich die irgendwie abbauen? Die zerfällt ja immer gleich, ne? Bei einer Kiste drückst du eh normalerweise. Aber die kannst du nicht abbauen. Also, das, Wir haben schon eine Kiste im Haus ab. Ah, okay, super, okay, gut. Ich steck das Holz auch mal in die Kiste. Die Samen auch. Seht ihr die Markierung? Was? Gerade markiert. Seht ihr das? Nee. Die siehst nur du, glaube ich. Die siehst, glaube ich, nur du. Okay. Das finde ich aber schlecht. Direkt Refund. So, auch noch Geld für das Spiel bezahlt. Also, puff. Dass das nicht mal geht, ist schon traurig. Ja. Das ist nicht mehr Valheim. Ich überlege gerade. Ja. Benutzen. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr, ne? Das geht nicht. Der ist stabil, Tobi. Das ist doch aber kein anderer Baum als dieser hier, hä? Das ist eine Birke. Was denn? Das ist eine Birke, Tobi. Ach so. Was? Tobi wollte gerade eine Birke fällen. Ja, Entschuldigung, Anfängerfehler. Birke. Entschuldige bitte. Es tut mir leid, bitte. Eine Birke.
Du bist immer mit dem Späßchen zu, ja? Immer. Das hat er bestimmt extra gemacht. Da wollte ich sofort. Oh, ja. So. Wo war denn dein Haus her? Jetzt hier? Wo geht's denn jetzt zurück? Bin ich hier richtig? Glück. Gut. Hau ab. Putzi, pass ein bisschen auf, du. Ich hab kein Leben, ich hab nichts zu essen. Ich hab Hunger. Warte, wo bist du denn? Wieso dreht er denn immer um, wenn ich komme? Jetzt pfff, du Mistvieh. Warte, ich geb dir mal hier. Jo, da. Ein Himbeerchen, dankeschön. Ja. Danke. Ansonsten hatte ich nur einen Pilz. So. Ja. Den nehme ich auch. Nee, alles gut. Der ist auf dem Fuß. Auf der Hornhaut. So, ich suche gerade ein paar Wildschweine. Gibt's denn hier ein paar leckere Wildschweine? Rehe höre ich überall. Ja, stimmt. Wildschweine sind, die laufen auch nicht weg, Tobi. Deswegen Wildschweine immer genau, gut. Genau. Ich frage mich gerade, wo ist denn das Haus gewesen? Das kann doch gar nicht so weit sein. Tobi, es ist, du musst nach, hast du die Karte offen? Ja. Nach rechts laufen. Du musst einfach nur rechts weiter und dann wirst du schon sehen. Also von auf der Karte einfach nach rechts. Reha anschleichen. Okay. Bei der Reha anschleichen, meinst du damit die anonymen Alkoholiker eigentlich hören? Buh! Was? Schwierig, ganz schwierig. Finde ich nicht nett von dir. So. Okay, warte. Jetzt haben wir aber schon viel, jetzt können wir aber langsam craften. Mittelklink macht Ping auf Karte. Tango, warum? Warum jetzt auch du? So, Backseat Gaming ist natürlich auch wieder sehr heiß. Ach so. Ist das funktioniert? Schau, Dobi, da! So. Dobi, da! Oh, du kannst was anpingen. Okay, das ist cool. Wie hast du das gemacht? Ach, du meinst wegen Tobi. Mittlere Maustaste auf der Karte. Oh, cool. Der wieder aus Spaß nichts markiert hat. Dobi. Guck mal, und hier ist der Erik. Hier ist der Erik. Krass. Oh, hier bist du, Tobi. Ja, da bin ich, guck mal. Und da ist der Erik. Da hinten ist der ganze Welt, Tobi. Tobi, das ist nicht über Craftopia. Ich sehe das bei mir nicht. Ach Mann, das ist ja blöd. Ja, Gott sei Dank. Doch, ich sehe es. Ja, Schwänze. Was? Schwänze, Tobi. Tobi, schau, willst du es sehen, Tobi? Nein. Willst du ihn haben? Nein. Tobi, das ist dein Game. Ich hab dir ein Geschenk, Tobi. Oh, geil. Oh, ich hatte auch schon einen Schwanz. Ja, und? Ja? Wie fandest du? Ja, das... War was Neues, ne? Tobi, erzähl mal. Nein. So. Tobi, warte mal, Tobi. Wie wär's mit jetzt, Tobi? Alter, ciao. was ist denn, Was hat der Putzi gemacht? Was hat der Putzi gemacht? Er hat sich ausgezogen vor der Tür. Und hat den Schwanz rausgeholt. Ja. Was? Und hat er den Schwanz rausgeholt und dir gezeigt? Nackt, ja. Der Homie, komm zurück. Das geht gleich auf Twitter. Das, schwierig, sehr schwierig. Sind hier Bienen? Keine Bienen, aber eine Kiste. Die Tobi schon gelootet hat, schade. Ich habe noch nie Bienen gelootet. Was macht man da? Geht man einfach hin und oder was? Nee, Bienen kannst du nicht looten. Da muss das Nest kaputt schlagen. Und dann kriegst du eine Bienenkönigin. Das habe ich mit dem Grunde nicht, dass ich das noch nicht gemacht habe. Das ist voll gut. Ich würde das nie tun. Ich liebe Bienen. So? Ich habe auch mal, als wir mal, manchmal, wenn wir einkaufen sind. Ja. Nee, wollen wir. Tobi. Nee, manchmal, wenn wir einkaufen sind und es liegt eine Biene am Boden, dann manchmal nehme ich die mit, so, und entweder setze ich sie in die Wiese oder manchmal gebe ich ihnen auch was zum Trinken. Weißt du, wenn man so gerade zu Cola mit hat, soll das immer helfen für die. Kennst du das? Aber wenn du einkaufen gehst, liegt eine Biene am Boden? Ja, manchmal, wenn ich einkaufen gehe und ich sehe dann unterwegs, dass irgendwo eine Biene am Boden liegt oder sowas, dann entweder ich setze sie dann ins Gras oder in die, weil die wissen ja nicht, dass da wer drauftreten kann. Ne? Okay, das finde ich super lieb. Ich habe gerade nur den Draht zu einkaufen nicht bekommen. So, ja, wenn ich einkaufen gehe, liegt eine Biene am Boden. So, wenn ich unterwegs bin. Ist das die lokal bekannte Biene, die bei euch immer am Boden liegt? Ah, der einfach immer müde ist. Oh nein, Nebel. Naja. Schön. Nein! Man sieht nur nicht so viel. Ja, Alter, wie viel Grasland hier ist, ne? Nice. Oh. Das ist ein sehr großes Grasland. Der Seed ist echt gut. Der Seed ist übrigens Falafel. Oh. Der Seed ist Falafel mit großem F. Für Leute, die sich wundern oder später fragen werden, das ist ja so schön alles. Wo kriege ich das her? Falafel ist der Seed.
Das blöde Wildschwein jetzt. Ach hier. Ich hab Reh gekillt gerade und ich fühle mich gut. So. Geil, ich hab eine Sau getötet. Geil! Das Fleisch. Geil, Dobi. Wie kann ich das Fleisch? Kann ich das einfach so essen? Nee, das muss über das Feuer an eine Bratstelle. Ich mache heute richtig hartes Backseat Gaming, aber ich werde gefragt. Hey, ich bin ein verschissener, harter Wikinger. Wieso frisst er das Fleisch nicht einfach roh? Meinst du, die haben das aus ihren Feinden rausgebissen? Ja klar, das sind doch harte Typen. Und Frauen natürlich. Ach so.